Ja, das ist er. Ich heiße Fabian Hemmert und als ich ein kleiner Junge war, wollte ich Zauberer werden. Ich wollte Sachen machen, die gibt es eigentlich gar nicht. Oder Entdecker, ich bin total neugierig. Und heute bin ich eigentlich eine Mischung aus beiden. Ich bin nämlich Erfinder geworden. Und als ich auch ein kleiner Junge war, da fand ich Peter Pan ganz cool. Und diesen Gedanken, wir dürfen nicht erwachsen werden, weil sonst würden wir die Kraft unserer Fantasie verlieren. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, mit dem Nicht-Erwachsen-Werden. Ich habe bei Nintendo gearbeitet, ich habe bei Marvel Comics gearbeitet, Spider-Man. Und das sind ja alles so Firmen, wo man als kleiner Junge gerne mal arbeiten möchte. Und ich liebe diese Welten voller Characters und Abenteuer und bin jetzt bei der Deutschen Telekom gelandet. Fragen mich die Leute immer, ist dein Leben jetzt leer auf einmal möglicherweise? Oder langweilig? Nein, ist es nicht. Denn ich forsche da zum Handy der Zukunft und bin, wie gesagt, Erfinder. Und wir forschen durch Prototypen. Das heißt, ich werde euch viele Videos zeigen von möglichen Zukunftsvisionen. So könnten Handys in der Zukunft mal aussehen. Wie ist denn das zum Beispiel? Könnten wir ein Handy machen, was seine Form verändert? Was dicker wird, wenn da mehr Inhalt drin ist? Wäre ja ganz intuitiv eigentlich. Haben wir mal ausprobiert. Wir haben ein Handy gebaut, das kann seine Form verändern. Es kann dicker werden und dünner. Es kann zum Beispiel dünn in der Hosentasche sein und sobald ich es in die Hand nehme, kann es mir zugewendet dick werden. Sieht man hier. Eigentlich ganz einfach. Können wir aber auch super benutzen, um Inhalte anzuzeigen. Mehr Inhalt ist dicker. Das sehen wir gleich. Hier sieht man noch, das könnte auch auf meinem Nachtschränkchen stehen. Also die Form kann verändert werden. Aber oft ist es ja so, wir schauen uns auf diesem kleinen Display ein großes Bild an zum Beispiel und fangen an zu scrollen oder bei einer Webseite. Da könnte man die Form sagen, ah ja, oben links in der Ecke, da ist noch viel, das kannst du nicht sehen, das kannst du aber fühlen. Und darum geht es bei mir. Wie kann man dieses Digitale eben fühlbar machen? Eine andere Idee für dieses Fühlbarmachen ist zum Beispiel der Schwerpunkt. Wir könnten ja zum Beispiel ein Handy bauen, was auf einer Seite schwerer werden kann, wenn da mehr Inhalt ist. Sieht dann so aus. Also wir haben sozusagen die Batterie im Gerät lose an einem Motor und können die aber nach rechts und links verschieben. Und dadurch können wir zum Beispiel auch sagen, rechts ist viel Inhalt oder ich muss rechts langlaufen bei Navigation. Sieht man gleich. So, hier sieht man nochmal, aha, ich sehe den Inhalt und ich spüre ihn auch, weil das Handy wird eben schwerer an der Stelle. Aber ich gucke ja sowieso drauf, von daher macht es eigentlich nicht so wirklich Sinn. Mehr Sinn macht es eben dann, wenn ich nicht drauf gucken will oder kann, zum Beispiel, wenn ich zu Fuß unterwegs bin und mir vom Handy sagen lassen möchte, geh geradeaus, Linkskurve, dann wird das Handy links schwerer. Ganz einfach eigentlich. Also um einfache Ideen geht es bei mir. Eine andere Idee ist, was können wir als Mensch eigentlich noch gut? Und da kommt man auf die Idee vielleicht, Empathie zu benutzen. Ich kriege ja als Mensch sofort mit meinem Gegenüber, der ist sauer oder der ist gut drauf oder der ist entspannt oder der ist aufgeregt. Wie wäre das beim Handy? Könnten wir ein Handy machen, was mir zum Beispiel durch Atmung und Pulsschlag sagt, ah, ich bin entspannt, es ist alles in Ordnung, kein Anruf verpasst, alles gut, du musst mich nicht rausholen aus der Hosentasche. Handy ist ganz entspannt also. Und jetzt Anruf verpasst, neue Freundin, sehr aufregend, ach, Handy wird aufgeregt. Und wie beruhigt man es wieder? Hat jemand eine Idee? Genau, einmal hinter den Ohren kraulen und dann ist wieder alles gut. So, jetzt wisst ihr ungefähr, was mein Job ist. So, und da ging es jetzt überall darum, wie kann man das Digitale spürbar machen für einen Benutzer. Aber Telefone sind ja immer zwischen zwei Leuten eigentlich. Kann man vielleicht dieses spürbar machen auch für die andere Person machen? Könnte man zum Beispiel ein Handy bauen, wo ich den Händedruck des anderen spüren kann? Wir haben das mal ausprobiert. Hier kann man also feste draufdrücken und dieses Drücken spürt man auf der anderen Seite. Es wird telekommuniziert sozusagen. Hier seht ihr es nochmal und auf der anderen Seite drückt sich dieses Pad an die Hand dran. Verrückte Idee, oder? Was kann man noch machen? Wir haben uns überlegt, Telefone können eben sehr gut Informationen übermitteln, Text, Sprache, vielleicht sogar Video, aber für Nähe sind die eigentlich überhaupt nicht geeignet. Vielleicht will man das, vielleicht auch nicht. Wir haben es ausprobiert mit Luftstrom. Wir haben ein Handy gebaut, was so ein Flüstern oder ein Lachen hier mit überträgt. Habt ihr es gesehen? Ja, ich mache es nochmal in der Zeitlupe. Aha, also wenn die Dame lacht nun also und dann wird es mit übertragen. Und das ist mir die Leute echt aufs Dach gestiegen, von wegen, nee, das ist viel zu viel, ich will das auf keinen Fall spüren können, das ist einfach too much. Aber das sind natürlich gerade die Momente, die mich als Erfinder motivieren, ah, das ist ja interessant, das scheint also mit so ein bisschen Luft, scheint da viel zu passieren. Und wir haben das noch auf die Spitze getrieben, und zwar haben wir noch ein Handy gebaut, was küssen kann. So, hier ist es,
Knutsch drauf, Knutsch kommt raus. Ich kann mir eine Menge Leute vorstellen, mit denen möchte ich das nicht erleben. Feuchtigkeitstelekommunikation. Technisch auch, also gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, das technisch zu machen. Wir haben hier so eine Art Gore-Tex-Membran, die also Flüssigkeiten nur rauslässt, nicht rein. Und darunter sitzt ein kleiner Schwamm und der Schwamm wird, jetzt kommt der Knutsch, Achtung, und muah, da ist er. So. Das sind mögliche Zukunftsvisionen des Handys. Wir machen aber auch nützliche Sachen. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, im Interface-Design, wenn man Technik bedienbarer machen will, dann sagt man eigentlich, es muss so leicht wie möglich sein, alles ganz glatt und smooth. Aber eigentlich brauchen wir ja ein bisschen Widerstand, um Sachen zu spüren. Das ist ja eigentlich total wichtig für uns. Alles, was wir wahrnehmen, bietet uns Widerstand. Wir haben also einen Touchpen entwickelt, den seht ihr hier. Der kann bremsen. Der kann also seine Reibung auf der Oberfläche erhöhen. Die ist glatt, aber wir können abbremsen. Und damit können wir viele verrückte Sachen machen. Zum Beispiel, hier ist so eine Art Newsreader. Und die News, die wichtig sind, da ist es schwerer, dran vorbeizukommen. Da bleibe ich hängen sozusagen, aber auch physikalisch. Oder oft ist es ja auch so, man unterschreibt im Internet irgendwas und weiß eigentlich gar nicht, hängt da jetzt viel Geld von ab oder ist es irgendwie eine Lappalie? Hier ist es ganz leicht, wenn wenig Geld davon abhängt. Oder aber, wenn es richtig um viel Geld geht, dann merkt man es auch. Da muss man richtig kratzen und. Oh. Oder hier, das kennt ihr vielleicht auch so Photoshop und so Hilfslinien. Die sind ja normalerweise magnetisch und wir können die halt wirklich magnetisch machen, weil wir können den Stift einfach einrasten lassen, dann geht er auch wirklich nicht weiter. Ich möchte hier noch ein kurzes Video zeigen, wie wir das geprototyped haben. Dieser Prototyp war schon relativ weit entwickelt, zusammen mit der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Aber der erste Prototyp war echt nur ein Deo-Roller, ne? Ist ja auch eine Kugel vorne, kann man super bremsen, Fahrradbremse rein und einfach mal stoppen. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich eben mit so Ideen beschäftigt, wie kriegt man die eigentlich aus dem Kopf raus und wie kriegt man sie raus in die Welt, damit Leute es ausprobieren können. Ja, ein letztes Projekt, über das ich noch sprechen möchte, ist, da geht es um Höflichkeit. Auch so ein Handy-Thema. Man kennt es ja, manchmal wird man angerufen, macht gerade irgendwas und hat dann diese Entscheidung, oh, gehe ich da jetzt dran oder nicht? Weil eigentlich wäre es unhöflich den Leuten gegenüber, mit denen ich mich gerade unterhalte, aber es könnte ja wichtig sein. Oft ist es, ne? Also Mutti ruft an, das ist ein klassisches Beispiel. Mutti ruft an und man weiß, also sie ist es und man weiß nicht, ist es eben ein wichtiger Anruf, könnte sein. Aber oft steht halt dieser eine wichtige mögliche Anruf gegen ganz viele unwichtige Anrufe und dann, ja, was ist denn so? Also wir haben uns überlegt, wie ist denn das, wenn man vorher sagen kann als Anrufer, ich habe nur gerade an dich gedacht oder ich will mit dir sprechen oder pass auf, das ist echt dringend. Es kann ja auch sein, ich bin gerade im Supermarkt und ich muss wissen, soll ich die Butter mitbringen oder nicht? Das muss ich aber jetzt wissen, gleich ist es egal. Und wir haben dafür einen Prototypen gebaut, der sieht folgendermaßen aus. Ich kann also jetzt einen Filter einstellen. Ich kann sagen, ich will nicht gestört werden, die unwichtigen Anrufe sollen gar nicht durchkommen, die mittleren sollen vibrieren und die dringenden dürfen klingeln. Und dann ist es so, je fester ich den Knopf drücke beim Wählen als Anrufer, so wie bei Hau den Lukas, dann geht es immer höher. Rechts ist feste, mittel und schwach und dann ist die Dringlichkeit des Anrufs ist einfach die Stärke des Drückens sozusagen. Und dann links geht es gar nicht durch, in der Mitte vibriert es und rechts steht dann auch dringender Anruf und dann gehen wir vielleicht dran. Das zeigt uns aber, und das finde ich ganz spannend, dass dieser technische Fortschritt, diese Innovation sich eigentlich gerade ändert. Für eine lange Zeit war ja Innovation eher technisch, also Megapixel, Megabyte, kleiner, leichter vielleicht. Das war der Fortschritt. Aber wenn wir sowas als Fortschritt begreifen, das ist ja eigentlich eine zwischenmenschliche Sache. Das heißt, Innovation ist eher was zwischen den Menschen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, und da wir ja diejenigen sind, und damit meine ich auch euch, die Ideen von morgen haben, wir sind ja die, die uns irgendwann neue Produkte ausdenken, neue Firmen gründen. Deswegen glaube ich, dass wir die sind, die nicht erwachsen werden dürfen. Vielen Dank.